So, Tritra, Trollala, jetzt wird's natürlich wieder unscharf. Was soll denn die Scheiße? Eben ginge noch. Ja, wollte ich gerade die Klarheit der Nacht wieder loben, kommt schon die erste Aerosolschwade da hergezogen. Aber die sollte ja eigentlich jetzt ja nicht Thema sein. Irgendwie hatte ich ja mal eine ganz andere Frage oder Überlegung, dass wir nach meinen Beobachtungen der Mond sich häufig im gleichen Lauf der Sterne irgendwie bewegt. Also im Verhältnis zu den Sternen ja keine eigene Bewegung zu vollführen scheint. Was mir nicht wirklich erklärbar ist. Jetzt ist zum Beispiel da dieser in der Nähe und das ist ja schon seit Mondaufgang. Und hat sich eigentlich nicht verändert. Muss ja denn wenigstens morgen sich verändert haben im Verhältnis. Ansonsten würde mir jetzt nicht klar sein, warum, wenn der Mond sich um die Erde dreht und die Erde sich denn aber trotzdem auch dreht und die Bewegung der Sterne verursacht, der Mond ja eine andere Bewegung vollführen müsste, eben abzüglich der eigenen Drehbewegung. Also, da hatte ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Das sieht man ja erst, wenn man so eine Aufnahme hier macht. Irgendjemand hatte sich das gewünscht hier. Hugo 16 war das, glaube ich, ja. Bin mir sicher. Glaubt nicht nur. Und da hatte ich gesagt, morgen, wer weiß, was morgen für ein Wetter ist. Machen wir doch lieber gleich heute. Ansonsten fiel mir da jetzt gerade zum Schwallern ja nichts ein. Muss ja wohl immer sein. Schöne ruhige Nacht hier heute. Und so klar, dass das mal richtig scharf ist. Auch. Sieht jedenfalls so aus. Ja, kaum ist ruhig, müssen die Hunde wieder Alarm machen. Ihr hört auf. Spielt irgendwo anders, da hinten, weiß ich nicht wo, da ganz weit weg. Nicht hier genau vor meine Kamera oder vor meine Füße immer, das ist scheiße. Mann, begreift das. Ja, Hunde haben halt auch keine Lust, alleine zu spielen. So wie Kinder, die spielen denn lieber Erwachsenen was vor. Wovon die Erwachsenen häufig begeistert sind. Sieht man da mehr, wenn man mehr zoomt? Naja. Ja, scheiße, wieder Aerosol. Ein bisschen. Der eine Strahl, der nach unten geht von dem Krater zum Beispiel, der zeigt ja nicht auf die Kratermitte. Hm. Ja, warum nicht? Ja, der daneben eigentlich auch nicht. Der nach 9 Uhr rüber geht, der zeigt auch nicht auf die Kratermitte, wenn man den mal genau anlegt. Ist mir nicht wirklich logisch erklärbar. Aber muss ich mir ja auch ja nicht erklären. Also was da oben auf dem Mond los ist, ist ja für mich eigentlich erstmal weder greifbar noch wirklich wichtig. Interessant schon. Aber ich glaube, da gibt es hier erstmal naheliegendere Probleme. So geht es nicht. Machen wir mal wieder eine totale, wie es so schön heißt. Irgendwie läuft er heute auch langsam. Ich muss ja nicht so viel nachstellen. Sonst ist der ja relativ flott aus dem Bild verschwunden. Aber ist vielleicht auch nur subjektive Wahrnehmung.
Kinders. Auf jeden Fall ausnahmsweise seit den letzten 4 Tagen mal kein Wind. Ist wirklich null. Man hört es ja, hier ist also Totenstille fast. Die Autobahn von ganz weit weg ist zu hören. Und die Scheißhunde. Ansonsten sehr lauschige Nacht. Außer 11 Grad halt. Das ist ja nun, ich erwähne schon ja nicht mehr, dass ich hier in der Winterjacke stehe. Das, also die Leute, die jetzt hier wohnen, ohne eine Heizung zu haben, ich beneide sie nicht. Ich beneide sie nicht. Oh, Vögel sind hier nachts auch noch unterwegs, so, so. Wie sieht man das denn jetzt eigentlich, dass da eigentlich voll der Aerosolfilm vor ist? Ja, so sieht man das deutlich. Mit dem Vollzoom fällt das ja nicht auf. Im Gegensatz zu tagsüber, man kann ja gerne die Timelapses vergleichen. Hat es aber regelrecht aufgeklärt. Es sind nur noch ein paar hohe Aerosole, tiefe Wolken werden ja darunter nachts jetzt nicht gebildet. Mangels Sonnenenergie. Der bisschen Restmüll vom Tagesarbeit hängt da nur so rum, aber... Na, geht er jetzt nochmal scharf oder will er jetzt nicht mehr? Jetzt hat er keine Lust mehr. Gut. Dann brechen wir hier ab. Tschüss.